Guten Morgen, ihr Lieben. Heute war es dann soweit. Die Firma GLS hat bei mir geklingelt und ein extrem langes Paket abgegeben. Also das sind schätzungsweise ein ganzes Stück über 2 Meter. Was mich jetzt erstmal ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, bin. Wenn ich bisher einen Bogen bekommen habe, waren das in 70 cm Pakete, bisschen breiter, alles reingestopft, egal, passt schon irgendwie. Also hier ist es ganz anders verpackt. Wir werden jetzt gleich reingucken, was es ist. Also klar, Bogen. An dieser Stelle möchte ich mich, musste gucken, dass die Drehung nicht wieder anfangen zu laufen, 1000-mal bei Henry Botnik bedanken. Es ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann einfach nur Danke sagen. Es ist so ungewöhnlich, dass jemand einfach sagt, hier, ich schenke den Bogen. Ich meine, das Ding kostet einen Haufen Geld, nur um mir eine Freude zu machen. Also ich bin einfach platt, ich bin immer noch total platt. Ja, wir werden jetzt gleich auspacken. Und dann zeige ich euch mal, was da Schönes drin ist. Ich bin auch gespannt, den Flitzebogen. Tolles Wortspiel. Ich habe ja schon ein paar Bilder sehen dürfen. Und die habe ich schon weggefetzt. Und jetzt werden wir reingucken. Ich bin wirklich neugierig. Ja? Also, ich lege das Paket mal hin, bereite alles vor und dann machen wir auf und gucken rein. Also, bis gleich. So, was ihr da im Hintergrund seht, das ist der Krater von die Schatzi. Der sich irgendwie ein bisschen gestört fühlt jetzt gerade von mir. Das soll mir aber egal sein. Wir machen den ersten Schnips. Alter Schwede. Ich bin so gespannt. Da muss ich dann auch mal reingucken hier. Die Adresse muss ich ja nicht zuhalten. So. Leute, ich bin so gespannt. Das ist gar nicht so einfach, gleichzeitig mit der Kamera zu hantieren. Moment. Jetzt wird mir das so blöd. Wer will die Karte sehen? Wer will das Paket sehen? Wer will beides sehen? Kann mal bitte jemand Pausenmusik einspielen? Das Teil kennt er ja noch. Ja. Das wird übrigens dem nächsten neuen Besitzer bekommen. Da möchte ich jetzt aber noch nicht mehr dazu verraten. So. Nächster Schnips. Ich kann zu dem Teil Folgendes verraten. Ich bin die dritte Generation, die das Teil besitzt. Das ist ein alter Carbonstahl, der immer noch scharf ist wie ein Rasiermesser. Ja. Ich habe das früher zum Angeln benutzt, als ich noch Kind war. Ich habe das meinem Vater abgestaubt. Der hatte das seinem Vater ab. Ups, ist runtergefallen. Rettung.
Ja. Und der hätte das seinem Vater abgestaubt. Ja. Also das ist jetzt von Großvater an Vater an mich gegangen. Und da ich nun mal das Pech habe, keine Kinder zu haben, werde ich das an jemand ganz Bestimmtes weiterreichen. Und ich hoffe, er hat damit nicht so viel Spaß, so wie ich. Vielleicht kann man die Scheide irgendwann mal reparieren, weil die ist wirklich sehr angefressen. So, ich habe den Lieferschein. So, und jetzt kommt der Moment. Auf die ich und euch wahrscheinlich auch gewartet habt. Wir öffnen das Paket. Was ist das denn? Henny, du bist ein Schummler. Was hast du denn da noch alles reingestopft? Bogentasche. Tippschützer. Eine Spannschnur. Moment, Entschuldigung. War noch mit drinne. Also das ist eine Bogenhülle für den. Ja, ich glaube, da geht der komplette Bogen rein. Nicht Pri am Rad. Und dann hat er mir, die macht man auf die Tipps dran, wenn die Sehne drauf bleibt. Ja. Was macht man auf den Tipp? Oben also auf die Spitze drauf, wo die Sehne drauf dann ständig drauf bleibt, dass sie nicht runterrutschen kann. Und dann nimmt man das, wenn man schießt, ab. Dann eine Spannschnur. Ich werde verrückt. Und dann, das weiß ich nicht, was es ist. Also das, wenn mir da einer was dazu sagen kann, was das ist, ja, sagt mir jetzt erstmal so überhaupt nichts, was es sein soll. So, da ist noch ein Brief. Den gucke ich mir nachher alleine an, wenn ihr erlaubt. Nochmal ein Faltblatt. Das doch hier die. Boah, ihre Berichte habe ich gern geguckt. Wenn sie auf den Dings drauf waren. Ich fällt den Namen jetzt, muss verrecken, das darf ja auch nicht wahr sein. Sandra, ne? Ja, genau, Sandra müsste das sein. Ich habe die Tests zu den 3D-Parcours habe ich gern gesehen. Mochte ich. Schade, dass das nicht weitergeführt wird. Ah ja, okay. Der richtige Umgang. Ja. Vollprogramm, egal. Das ändert nichts, mein lieber Henry, daran, dass wir uns eines Tages in einem deiner Kurse wiedersehen werden, und zwar persönlich. So, Brief lese ich danach her. Jetzt erstmal. Dass ihr das noch sehen könnt, das Holz. Mein Gott. Was hat er denn hier noch mit rein? Ja, wie geil ist das denn? Guckt euch das an. Da hat er mir hier noch für das Bogenfenster, ja, das Fell mit reingepackt. Dass ich für die Pfeilauflage irre. Absolut irre. So. Und hier kommen wir zu dem.
Alter, ich dreh ab. Alter, ich dreh ab. Leute, ich dreh mal die Kamera ein bisschen rum. So. Guckt euch diesen Reiser an. Die Limbs mit Makassarholz. Ja? Da kommt dann hier dieser Kleberaum rein. Ja. Das Action-Wort ist. Also da mache ich nochmal ein paar Bilder zu, weil hier die Beleuchtung ist momentan sehr, sehr schlecht. Ja. Der absolute Wahnsinn. Henry, ich danke dir. Ich danke dir so herzlich. Was eine Schönheit. Guckt euch das Teil an. Absolut. Ich sage, ich bin platt. Ja. Ich kann gar nicht so oft Danke sagen, wie ich es gerade fühle, mein Freund. Also, ich beende das Video jetzt, bevor ich anfange zu heulen. Henry, tausend Dank. Ja. Und, ja. Wie gesagt, ich habe dir das versprochen. Wenn ich irgendwann mal was für dich tun kann, ich bin für dich da. Du hast meine Handynummer, du hast meine E-Mail-Adresse. Ja. Melden. Einfach melden. Steh auf der Matte, egal was passiert. Ja, ich danke dir so unendlich. Ja, danke. Ich wünsche dir und deiner Familie eine frohe Weihnachten. Ja, du siehst, ich werde eine frohe Weihnachten haben. Ja, ich werde wahrscheinlich einen Meißel brauchen, um das Grinsen erstmal aus dem Gesicht rauszukriegen. Also, das ist absoluter Wahnsinn, ja. Sobald ich das erste Mal schieße, mache ich da auch ein Video von, dass du das und andere auch sehen können. Ja, und wie gesagt, tausend Dank. Ja. In diesem Sinne, feiert mit deiner Familie schön Weihnachten. Ja, genießt die Zeit. Und danke.